Herzlich willkommen, Eulenfreunde, zu einer weiteren Runde Animal Crossing New Horizons. Gestern haben wir schon mal ein bisschen hier mit Blumen gezüchtet, also schon mal versucht. Die werden wir jetzt auch sofort gießen. Habe ich eine Leiter mit? Ja, habe ich. Sehr gut. Dann habe ich gestern noch ein paar Insekten gefunden und ich habe an einem Wettbewerb teilgenommen, an so einem Germany's Next Topmodel Wettbewerb und habe tatsächlich auch gewonnen. Danke, danke, Leute. Danke, danke. Den Preis habe ich leider nicht bekommen, aber den kriege ich vielleicht noch, meinte sie. Ja, den habe ich gewonnen bei Becky's Playground auf Twitch. Fand ich sehr cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit meinen hässlichen Outfits gewinnen würde, aber ich habe wohl doch irgendwie überzeugt. Sehr schön, ne? Ich habe da gleich auch noch einen Screenshot. Vielleicht gehen wir da mal ganz kurz hin. Album. So, hier. Nublas Next Topmodel bei Becky Playground. Genau. außerdem habe ich gestern einen Geigenkäfer gefangen. Der sieht aus, als wollte er mir tüchtig die Meinung geigen. Hahaha. Genau. So, oh. Warte mal, ich guck bei ihm hier. Freundesliste, ich habe hier einen neuen. Philipp. 230 Stunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Wir gießen trotzdem hier noch weiter die Blumen. Denn die müssen ja auch irgendwann wachsen, ne? Genau. Oh, ich habe gestern außerdem noch zwei Atlas-Spinner gefangen. Wo ist das Inventar hier? Zwei Stück, Leute. Da habe ich schon überlegt, soll ich einfach warten, bis der Insekten-Eine wieder da ist? Und dann irgendwann, wenn ich dann drei habe, die dann abgebe? Wäre schon cool, wenn wir einen hätten. Könnten wir den nämlich schön im Wald platzieren vielleicht. So, hier haben wir auf jeden Fall noch einen Baum. Danke, danke. Zehntausend tue ich rein. Vergraben. So. Dann geben wir mal eben das Fossil hier holen. Ich habe die Pfirsiche gestern außerdem doch noch verkauft. Ich dachte eigentlich, mache ich nicht, aber dann habe ich es doch gemacht. Ah, jeder Taler ist wichtig hier. Jeder Pfennig. So, hier haben wir noch Post. Minna. Oh, Minna schickt uns was. Du hast mir zuletzt sehr geholfen. Hier hast du... Ach, schneller rein, Coupons. Ach, die will ich doch nicht. Was habe ich denn? Achso, ich habe das Mountainbike bestellt, was ich gestern von Sam schon bekommen habe. Und da war noch was. Jesse. Ich habe in der Schule Zettelchen geschrieben. Da stand drauf, ich hasse Pop. Aber das stimmt gar nicht. Wollte nur Lena beeindrucken, die Prog-Rock mag. Was ist das überhaupt? Echt mal. Jesse. Alles klar. Alles klar. So, Mountainbike, ist das das gleiche? Ich hoffe mal nicht. Muttertag. Und das da. Jetzt bringen wir eben hier ein paar Sachen in mein Lager. Genau, Lager. So, Schneiderei-Coupons benutze ich eh nie. Muttertag-Tasse. Fand ich ganz cool. Ah ne, die können wir behalten. Du kannst weg. Ins Lager. Ich habe nämlich gestern mein Talent Panflöte gemacht. Ich bekomme von den Bewohnern immer nur solche schönen kleinen Sachen. Ja, das ist richtig nervig. Ach, der ist auch schön. Den würde ich auch ganz gerne noch dreimal haben. Und der ist echt schön. Oh, Leute. Wie vor allem eigentlich? 9.12 Uhr. Okay. 9.12 Uhr. Wir gehen heute auf jeden Fall fischen. Es gibt nämlich viele neue Fische und so. Insekten würden wir dann ja eh sehen. Ich weiß nur nicht, ob jetzt ein Seepferdchen. Süß. Vielleicht sollte ich mir mal eine Seite öffnen, ja? Wo ich dann sehen kann, ob überhaupt hier was im Wasser ist. Ich guck mal eben kurz im Wasser.
Oh. Ja, ist das Mai? Warte. Was ist denn hier überhaupt Mai? Was gibt es sonst noch im Mai? Ah, ja, doch, das ist Mai. Also, laut. Ach, warte. Nee. Marlin haben wir, Thunfisch haben wir, Kugelfisch. Haben wir Kugelfisch? 21 bis 4 Uhr. Okay. Aber sonst ist gar nichts im Meer. Außer die Goldmakrele am Steg und die Stachelmakrele am Steg. Sonst nur im Teich oder im Fluss. Ah, okay. Dann lohnt es sich ja hier gar nicht, am Meer zu angeln, diesmal. Sondern mehr auf der Insel. Finde ich gut. Finde ich gut. Manche haben ja schon ihre Insel komplett bearbeitet, sodass sie irgendwie gar nichts mehr gefühlt da fangen können. Weil sie keinen Fluss mehr haben oder so. Aber, naja, ist ja ein Problem. Nicht meins. So, hier haben wir den Steg. Oh, dann muss ich hier wahrscheinlich mit Ködern arbeiten. Kein Problem. Können wir auch mal wieder machen. Vielleicht habe ich sogar noch Köder zu Hause. Wäre gut. Wäre gut. Ach, du bist auch nicht am Steg. Naja, egal. Fluss. Fluss war ganz viel. Oh. Komm her. Bin gespannt. Und. Oh. Ein, ach so, Sonnenbarsch, den haben wir. Den haben wir schon. Ja, wir gehen ja einmal ab. Wir gehen ja natürlich zu Tom Nook und so. Oder ist ein größerer? Hier, bitteschön. Guck mal ein bisschen weiter nach links. Danke. So, tada. Ein Barsch. Ein Barsch. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Liste da geöffnet habe. Boah, da oben ist wieder ein großer Schmetterling. Ups. Och, Alter. Jetzt aber. Warte, warte. Ich muss mal ganz, ganz schnell meinen Kescher hier rausholen. Der war nämlich echt ein großer. Wo ist er? Ach, das war der Schwalbenschwanz. Ist der größer geworden? Also, für mich sieht er irgendwie größer aus als sonst. Der Lukas soll ja von der Insel auch runter. Den will ich ja auch nicht haben. Deswegen gebe ich den einfach jetzt mal drei Hiebe. Bitteschön. Zwei und nochmal drei. So. Ja, ist nicht schlimm. Oh, hier ist ein Fisch. Dü-dü-dü-düm. Stand der Frosch jetzt hierbei? Weil sonst ist die Liste hier eigentlich kaputt, wenn hier kein Frosch. Doch, Frosch steht hier da. Okay, sehr gut. Sehr gut, dann gucken wir mal eben im Teich, wo der Frosch sein soll. Hallo Misusu. Ich habe gestern oder vorgestern erfahren, dass du sehr selten sein sollst. Da habe ich ja wohl Glück gehabt mit dir, ne? Kleines Ding. So, guck mal, Misusu. Ich habe einen Kili-Fisch. Wow. Super. Nehme ich. Und dann kann ich hier mal eben reingucken. Wir haben nämlich den hier. Den gibt es die ganze Zeit, den Geigenkäfer. Und dann hatten wir ja gestern auch noch den Japan-Schillerling. Und den Vogelfalter. Sonst aber nicht. Nee, sonst nicht. Ah ja, ich wurde gestern Nacht von einem Skorpion gestochen. Diesmal war es zumindest keine Spinne. So.
Rezept. Ach, ich wollte ja. Ich suche ja nach dem Rezept. Stimmt ja, da war ja was. Ach, wie viele Blumen hier sind, ey. Herrlich. Herrlich. Ich höre die Musik gar nicht so doll. Wieso ist sie jetzt weg? So, Flaschenpost. Magda. Mischholzwand. Oh, die haben wir noch nicht. Cool. Bin mal gespannt. Was haben wir hier? Türm wieder hoch. Ah, ja, sieht in Ordnung aus. Ja, eben auch. Ich gehe ja nicht nur wegen dem Rezept immer hier entlang, sondern auch wegen Gilliver. Weil vielleicht ist er ja mal wieder da. Ist eigentlich der Herr. Nee, ist auch nicht da. Rainer ist auch nicht da. Sehr interessant. Der kommt auch gefühlt nur einmal im Jahr. Beziehungsweise einmal in zwei Wochen vielleicht. KK hat heute wieder den Platz hier geklaut. Okay. Dann gehen wir jetzt einkaufen. Verkaufen die Fische, obwohl, erstmal bringen wir, glaube ich, die Sachen weg. Nicht, dass wir irgendwas Falsches, ne? Dingsen. So. Und euch nehmen wir mit. Genau, den Wasserläufer habe ich gestern noch gefangen. Ich weiß nicht, ob das im Part war oder nicht. Aber ich habe ihn auf jeden Fall. Oh, guck mal, 20.000 waren da drauf. Super. Super. So, die sind schön gewachsen. Sehr schön. Hey, guten Morgen. Huch. Ach, oh je, ich bitte um Pardon. Wie darf ich Ihnen dienen? Ich will. Oh. Nein, ich will noch nicht stiften. Ich will erst die Fossilien analysieren. Bitteschön. Oh, ist da was dabei? Oh. Wir haben irgendwas wieder. Oh mein Gott, dann fehlen ja nur noch 3 oder 4 Fossilien. Ich werde das stiften. Die Methode daran. Ja, bitteschön. Bitteschön, Eugen. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Nee, passt schon. Sehr schön. Cool. Das Museum ist echt, also das Fossilmuseum ist fast schon fertig, würde ich sagen. Noch 3 oder 4 Stück. So, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch eben die Blumen hier gießen. Die seltenen. Ja, und hier auch nochmal. Ja, und das reicht. Ja. Du kannst eigentlich auch mal wachsen da links. Bitteschön. Und hier auch. So, dann gehen wir mal erstmal shoppen. Shoppen. Oh, das ist ja eine coole Mütze da. Ja, das ist eine coole Mütze. Zeig mal her. Oh, ein Arztkittel. Oh, geil. Das ist echt cool. Oh, Sushi-Kochjacke, die sieht auch cool aus. Ach, was sind das hier für hässliche Hosen? Oh mein Gott. Nachthemd? Steinzeitluft. Oh mein Gott.
Traumhut, den nehme ich auf jeden Fall. Oh, Skelettmütze gibt's schon. Cool. Flipflops nehme ich mir auch mit. So, ja, Kasse gehen. Ja, komm, tragen wir heute. Sieht irgendwie lustig aus. Aber ich muss noch mal rein. Ich muss noch mal Sachen kaufen hier. Mann. Also auf jeden Fall möchte ich den Klinik-Kittel auch noch haben. So, dazu eine kleine Shorts. Und was können wir dann noch nehmen? Von den Mützen bin ich kein Fan. Vielleicht irgendeine Brille? So. Und vielleicht schwarze Socken, Strumpfhose. Und ein paar Mostgeis. Bitteschön, zur Kasse. Nein, nicht tragen. Dann kann ich nämlich zu Hause meinen Kleiderschrank etwas erweitern. Oh, weil ich bin ja in der nächsten Runde von so einem Model-Wettbewerb. Vielleicht nehmen wir das auch nächstes Mal auf. Das ist bestimmt ganz lustig. Den hatten wir. Dann die Sushi-Kochjacke auf jeden Fall. Und das hier. Oh, guck mal. Da passt sogar noch ein Monokel dabei. Vielleicht das Silberne. Das haben wir nämlich noch nicht. Dann ein paar Low-Socken. Oh, vielleicht erstmal in Schwarz. So, ja. Nein, nicht tragen. Und irgendwann muss ich mal mein Lager aufräumen, ja. Doppelte Sachen kommen dann erstmal weg. So, dann haben wir noch die Sushi-Kochjacke. Die sieht mega geil aus. Die passt eigentlich auch perfekt zu der Hose, ja. Haben wir die gerade gekauft? Ich glaube schon. Vielleicht kaufe ich dann die Hose nochmal in der Farbe. Okay, vielleicht kaufen wir das da doch noch. Und noch so eine Brille und noch diese... Und dazu noch diese Flipflops. Ja, zur Kasse gehen. Nein, nicht tragen. Und war da, ja, stimmt, diese Steinzeit-Dings. Steinzeit-Dings, die brauchen wir auch noch. Die brauchen wir doch auch noch. Hier, oh Gott, welche Farbe nehmen wir denn? Ich bin ja für die hier. Aber sonst brauchen wir, glaube ich, erstmal nichts mehr. Vielleicht nehmen wir die nochmal im Weiß mit. Und vielleicht... Nee. Nee, nehmen wir so mit. Ja. Na, oh nein, ich wollte sie nicht tragen. Egal. Egal. Und dann nehmen wir auch noch die Steinzeit-Dings mit von einer anderen Farbe. Ich fände es besser, wenn man irgendwie alles direkt kaufen kann, ja, und nicht immer rausrennen muss, wenn man schon irgendwas anhat. Weil, ja, hier kaufen und dann so. So. Achso, habe ich... Nee, ich will es kaufen. Ja. Nein. So, perfekt. Oh. So, super, danke schön. War sehr erfolgreich heute wieder. Hier. Danke, danke. Achso, euch muss ich auch noch gießen. So. Super, super. So, Schlepp und Nepp. Ich hoffe, ihr habt heute mal was Gutes hier. Ja, ich hoffe. Vielleicht habt ihr auch schon eine gute Nachricht. Aber dafür war Gerd, glaube ich, zu wenig hier. Oh, was ist das denn da? Ein Geldautomaten? Ach, nee. Arcade Mahjong. Ja, nehme ich. Das habe ich... Oh, den habe ich auch. Okay, dann zeigt mal, was ihr hier habt. Hier habt ihr... Was ist das denn da? Perlenvorhangwand. Ah ja. Nichts. Nichts. Was sagt denn der Rübenpreis, Leute? Rübenpreis. Ich will was verkaufen. Ich habe hier ein paar Fossilien. Und so. Spinosaurus, ist das eine Spinne? Oh Gott.
Schnell weg. Riesenmuschel behalten wir. Oh, Seepferdchen kann weg. So. Ja, abgemacht. Super. Das kann eigentlich in meinem Inventar, in den Geldbeutel, danke. Ja, danke, ich danke euch. Ich danke euch. So, dann können wir weiter fischen. Ja, eigentlich natürlich sehr, sehr schön, wenn der Typ da wäre. Oder wir reden heute mal erstmal mit Misusu. Misusu, gut siehst du heute aus, Träum. Wir plaudern. Bei so einem gesegneten Wetter spazieren zu gehen, fühlt sich einfach großartig an, Träum. Ja, das sehe ich auch so. Hast du noch was zu erzählen? Sei gegrüßt, wie schön, dass wir uns wiedersehen. Alles in Ordnung, Träum? Die Büsche, die Gerd verkauft, sind überaus stilsicher. Sie strotzen geradezu voll Selbstbewusstsein. Ja, okay. Okay, okay. So, dann gehen wir halt zum Teich. Hier. Zum Fluss. Noch sehe ich nur Schmetterlinge. Da ist Jesse. Ja. Oh, oh, hallo? Ist der da eigentlich da noch Fluss oder ist er schon Teich? Warte. Ich meinte Meer. Ja, komm. Oder ist das Bucht? Bucht war das. Oh, was ist das denn? Ach, den haben wir schon. Guppi. Guppi haben wir schon. Den hätte ich jetzt nicht gebraucht. Auf jeden Fall sehr, sehr schön, wie die ganzen Schmetterlinge hier herumfliegen. Echt sehr schön. So. Da haben wir noch einen. Oh, bisschen daneben. So, nee. Die Brücke ist die ganze Zeit im Weg. Du. Ja. Ein Sonnenbarsch, okay. Vielleicht muss ich doch mit Ködern arbeiten, Leute. Also, was habe ich gesagt, was wir brauchen? Wir brauchen die Goldmakrele, ist ganzer Tag am Steg. Habe ich denn so viele Teppichmuscheln? Weil sonst würde ich das für morgen vorbereiten. Wir gucken mal eben zu Hause, ob wir nochmal hier ein paar Köder haben. Aber ich meine nicht mehr. Ich meine, wir hätten alles weggemacht. Also alles ausgegeben. Ist das vielleicht hier drunter? 7 Köder hätten wir noch. Okay, vielleicht klappt das ja. Wenn wir einen größeren Fisch fangen sollten, ist das jetzt auch kein Problem, finde ich. Ja. So, dann wollen wir mal Futter verschreuen. Oh, das könnte ja wohl schon eine Makrele sein, oder? Ich bin gespannt. Bisschen daneben. Das bisschen hier so. So. Oh Gott. Ach Mann, ich habe A gedrückt, Leute. Es tut mir leid. Ich weiß, sowas passiert wahrscheinlich nur mir. Aber ich bin so zittrig. In den Händen, in den Fingern. So, jetzt hier weiter. Oh, der ist etwas größer. Das wird wahrscheinlich ein Barsch sein, Seebarsch. Denn der ist nicht ganz so groß. Oh, Alter. So. Hä? Junge, bist du blind oder was? Hier. Ich fühl mich leicht verarscht. So, jetzt aber. Oh Gott.
Oh, was ist das denn? Ja, ein Stachel. Ach, das ist ein Stachelmakrele. Ich dachte, die wäre kleiner. Du kannst. Da kannst du ruhig herummakrelen. Ich lasse mich nicht ausstacheln. Ach, cool. So. Tada. Erstmal ein Foto machen. Genau. Wir gehen mal eben hier kurz in die Meilen reingucken. Tü-tü-düm. Dankeschön. So. Dann geht's weiter. Okay, die Stachelmakrele hätten wir schon mal. Super. Ist das noch eine? Ich hoffe nicht. So, hier, bitteschön. Die haben wir auch. Das ist ein Seebarsch. Kennen wir ja schon. Aber die andere Makrele, die hätte ich jetzt auch noch ganz gern. Die Goldmakrele, ne? Ich glaube schon. Oh Gott, ich habe wieder A gedrückt, Leute. Es tut mir leid. Ich bin echt blöd. Ich bin echt blöd. Also mein Talent ist auf jeden Fall kein Angeln. Weil dafür bin ich, glaube ich, zu blöd. Hätte gerade schon wieder fast Dings gedrückt. Oh! Oh! Eine Goldmakrele, so viel Fisch. Oh mein Gott, Leute. Das ging ja schnell. Okay, Goldmakrele, Stachelmakrele haben wir. Jetzt fehlen nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fische. Aber den Regenbogenfisch haben wir da, oder? Glaube ich. 16 bis 9 Uhr. Der ist nur abends. Der ist auch nur... Ah ne, den können wir. Den Kampffisch könnten wir... rein theoretisch im Fluss fangen. Kampffisch. Okay, gehen wir dann. Wie viel haben wir noch? Ein, wie viele Minuten? 27? Ja, ich denke mal so 5 Minuten oder so können wir ruhig noch angeln. Ist auf jeden Fall cool, dass wir jetzt so erfolgreich hier sind. Wirklich, weil das sind schon alle Stegfische, die wir brauchen für diesen Monat. Hinten haben wir noch was. Achso, warte mal eben. Ich kann ja hier hingehen. Ob das jetzt was gebracht hat, das bezweifle ich stark. Vor allem, weil ich da nichts sehe. Ah, das war schon eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich gehe auf die andere Seite. Oh, okay, dann ist er weg. Okay, habe ich auch was gelernt. Macht nichts. Egal. Da hinten hätten wir einen Fisch. Oh, dann zeig mal her. Was du bist. Ich habe wieder A gedrückt, Leute. Ey, es tut mir wirklich leid, dass ich so dumm bin. Aber es passiert manchmal, Leute. Es passiert einfach. So. Hier nutzen wir jetzt den letzten Köder aus. Der nicht allzu viel gebracht hat, aber mal schauen, was das ist. So, was bist du? Du bist ein Sonnenbarsch. Toll. Von dir habe ich mittlerweile genug. Hier haben wir noch einen Sonnenbarsch wahrscheinlich. So. Daneben. Zip. Auch daneben, ey. Ah, der ist wahrscheinlich. Ach. Mein Gott, ey. So, jetzt aber. Oh, da ist ein Geschenk. Alter, wie oft denn? Mein Gott, ey. Ich kann doch nicht die ganze Zeit da stehen und warten. Ah, wo ist denn das Geschenk? Oh, der ist größer. Ah, den holen wir uns auf jeden Fall.
was es ist. Ein Reifen. Sehr schön. Da ist das Geschenk. Ich hole mir mal eben den Fisch da noch. Das Geschenk kann ich gleich noch holen. So. Ein Guppi. Guppi, Guppi, Guppi. Ich hole mir das hier hinten. Ja. Weil sonst wird es wahrscheinlich ins Wasser fallen und das ist ja nicht der Sinn der Sache, ne? Will ich es hier holen. So, dann komm mal her hier. Oder meint ihr? Ne, guck mal, ich kann es hier gar nicht treffen. Na, dann komm mal her hier. Oh, ich sehe ja lustig aus. Bam. Ob ich das hier überhaupt treffe, das ist auch noch so eine Frage. Jetzt, ja, habe ich, super. Ah, was ist drin? Ein Papa-Panda. Och man, ich bekomme so viele Pandas, ey. Das ist ja hier nervig, das ist wirklich nervig. Das ist fast schon wie die Ostereier, ey. Mann. Ach! Ich habe ja noch gar nicht über Star Wars und Clone Wars gestern geredet. Also heute. Heute. Oh mein Gott, Leute. Ich hatte noch nie so Angst während einer ganzen Folge. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass irgendwie jetzt was passiert, ne? Es ist auch viel passiert, ja. Aber ich hatte wirklich so Schiss die ganze Zeit wegen Ahsoka und so. Dass sie irgendwie irgendwas doch noch passiert. Obwohl ich ja eigentlich wusste, dass sie das überlebt. Mann. Das war was. Aber was machst du denn hier drin, du Karpfen? Nee, nicht applaudieren. Misusu. Das war ein Karpfen. Der bringt uns nichts. Nichts. Da haben wir eine Wasserläufer. Ich wollte schon Spinne sagen, aber es ist hier keine Spinne. Zum Glück. So, komm bitte nach links. Super. Gott, ich war kurz abgelenkt vom Schmetterling hier links. Aber der war nichts. Der ist nichts wert, leider. So, komm mal her hier, kleiner Fisch. Oh, das ging schnell. Du bist ein Dübel. Ein Dübbelchen. Also bis jetzt ist die Ausbeute in dem Fluss sehr, sehr gering, Leute. Dann würde ich sagen, wir bringen noch eben die paar Fische hier rein. Oh, hallo. Ja, helfen Sie mir mal bitte. Ich will etwas stiften. Ich will hier einmal die Stachelmakrele und die Goldmakrele stiften. Ja, gleich mehrere Stücke. Welch Freude! Eine solche Spende nehme ich natürlich gerne an. Ah, lecker Fische. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part für heute. Ich werde mich darum kümmern, dass ich für morgen ca. 30 Köder habe. Und dann fangen wir noch die restlichen Fische. Beziehungsweise versuchen es dann erstmal mit den Teichfischen. Da hätten wir dann den Frosch, den Katzenwels. Und ja, das war's tatsächlich. Den Katzenwels gibt's zwischen 16 und 9 Uhr. Heißt, ich müsste morgen um 8 Uhr oder nach 16 Uhr aufnehmen. Und den Frosch den ganzen Tag. Okay. Ja, Leute, ne? Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.